Ich will mit meinem Vortrag zwei Dinge zeigen. Erstens, wie unglaublich verfahren der Physikunterricht auch an Universitäten ist. Und zweitens möchte ich zeigen, wie man es anders machen kann. Zum Beispiel wie an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften im Studiengang Aviatik. Ein möglicher Grund für die heutige Situation ist die Entwicklung der Mechanik. Newton hat seine Theorie eigentlich am Himmel entwickelt, also an Planeten und an anderen Himmelskörpern. Daraus hat er dann die Gesetzmäßigkeiten abgeleitet. Auch später ist man dann an freien Körper hängen geblieben, also zum Beispiel wie die Erde hier mit der Rotation, der Nutation und der Präzession. Dafür haben wir auf der Erde ganz andere Probleme, zum Beispiel die Längsdynamik komplexer Systeme oder der Körper in der Ebene mit seinen drei Freiheitsgraden. Wenn wir dann mal einen völlig freien Körper haben oder einen frei beweglichen Körper haben mit sechs Freiheitsgraden, dann ist das nicht eine Bewegung in einem Potentialfeld, sondern es ist eine gesteuerte Bewegung. Deshalb hat ein Flugzeug Querruder, Höhenruder und Seitenruder. Als Beispiel nehme ich einen Klassiker der Physik, nämlich den Gerzen, hier 16. Auflage aus dem Jahre 1989. Ich zeige hier nur einen Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis, nämlich zur Mechanik des Massenpunktes. Da beginnt man mit der Kinematik nach dem Messen. Dann kommt die Dynamik, die mündet dann in die Newtonschen Axiome. Und dann kommen genau drei Beispiele. Und diese drei Beispiele, also zum Beispiel Schieferwurf, Kreisbewegung oder eben harmonischer Oszillator, der mathematisch mit der Kreisbewegung verwandt ist. Diese drei Beispiele werden gebracht und sonst eben nicht mehr sehr viel anderes. Und das führt zu einer dogmatischen Verhärtung der ganzen Struktur. Dann der Abschnitt 1.5, der lässt Schlimmes erahnen. Da steht zum Beispiel Arbeit, Energie, Impuls und Leistung im Titel. Und die Frage ist, wie will man diese vier Begriffe gegeneinander abgrenzen? Auch die Feinstruktur dieses Abschnittes lässt nichts Gutes erahnen. Ich möchte nun zeigen, anhand von drei Beispielen, was hier alles schiefläuft. Im Unterabschnitt Dynamik werden dann die Newton-Axiome gezeigt. Das heißt, sie werden nicht groß motiviert, sie werden nicht groß erklärt, sondern sie werden dogmatisch gesetzt. Man hat dann hier das erste Axiom, das Trägheitsprinzip, das zweite, das Aktionsprinzip und das dritte, das wäre dann das Reaktionsprinzip. Dann wird beim zweiten gesagt, dass das Trägheitsprinzip ein Spezialfall des Aktionsprinzips sei. Nun, wenn man schon erkannt hat, dass das eine abhängig ist vom anderen, dann könnte man es ja streichen und sagen, es gibt nur zwei Newtonsche Prinzipien, nämlich das Aktionsprinzip und das Reaktionsprinzip. Aber weil ja die Newton-Axiome als Offenbarung behandelt werden, kann man das nicht oder macht es nicht. Bisschen weiter hinten, unter Reibung wird dann diese Situation skizziert. Interessant ist hier die Sprache. Da steht nämlich, zu deren Überwindung, also zur Überwindung der Reibung, braucht man die gleiche Zugkraft, ob der Körper hochkant steht oder flach liegt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Flächen etwa gleich bearbeitet sind. Was interessant ist, ist die Aussage, dass man die Reibung überwinden muss. Und in diesem Satz drin steckt eben quasi der Impulstransport und es steckt auch der Energieaufwand. Wenn man jetzt die Zeichnung anschaut und mit dem Aktionsprinzip vergleicht, dann hat man hier schon ein großes Problem. Nämlich im Aktionsprinzip steht, es braucht eine Kraft und diese Kraft macht dann eine Beschleunigung. Nun, hier haben wir zwei Kräfte und Kräfte kann man ja zusammenzählen wie Vektoren. Also machen wir das mal. Diese Kraft plus diese Kraft, das gibt eine resultierende Kraft, etwa in diese Richtung. Und das würde dann heißen, dass das eine Beschleunigung gäbe in diese Unterlage hinein, was natürlich nicht möglich ist.
Es fehlen hier einfach zwei Kräfte. Das ist der Grund, wieso es nicht funktioniert. Dass hier zwei Kräfte fehlen, ist eben symptomatisch für die verfahrene Situation der Mechanik. Man müsste hier freischneiden und alle Kräfte einzerren. Ich komme darauf zurück. Ein weiteres Beispiel, immer noch im Kapitel Mechanik des Massenpunktes, ist die Rakete. Das ist unglaublich, was hier abgeht. Da wird etwas geschwafelt von Impuls und so weiter. Und dann wird gesagt, dass der Gesamtimpuls konstant bleibt. Das kann man aus den Newton-Axiomen herleiten. Und dann wird gesagt, dass WDM sei der Impuls des wegfliegenden Treibstoffes und minus MdV sei dann die Impulsänderung der Rakete. Und dann könne man nach dt dividieren und dann bekommt man hier diese Form, nämlich Ausströmgeschwindigkeit minus mal Massenstromstärke gleich Masse mal Beschleunigung. Also sind wir wieder beim Newton. Nun, ich möchte mal zeigen, wie das sauber gemacht wird. Und dann wird man sich wundern, dass man so etwas unterrichten kann. Beginnen wir mit der Impulsänderung. Wir können also sagen, der Impuls des Treibstoffes, und zwar nehme ich hier einfach ein kleines Stück Treibstoff plus die Impulsänderung der Rakete ist gleich Null. Das ist die Impulserhaltung. Und dann sage ich, der Impuls des Treibstoffes ist die Geschwindigkeit der Rakete minus die Ausströmgeschwindigkeit des Gases. Das ist nämlich die Geschwindigkeit des Treibstoffes relativ zum Bezugssystem mal die Masse des Treibstoffes. Und das muss zusammen mit der Änderung des Impulses der Rakete, der Impuls der Rakete ist Masse mal Geschwindigkeit, gleich Null sein. Jetzt kann man die Massenerhaltung nehmen, nämlich die Masse des Treibstoffelementes plus die Massenänderung der Rakete ist gleich Null. Kann man das hier einsetzen und hier ausmultiplizieren und hier ausdividieren. Dann bekommt man vier Terme und dann sieht man, dass zwei Terme sich wegheben, nämlich minus Vdm plus dm mal v. Übrig bleiben dann die beiden Terme, nämlich Wdm plus mdv. Und das hier ist genau das, was hier steht. Wenn man das vergleicht, sieht man, da wurde etwas hingeschrieben, das wurde gar nie richtig überlegt. Man kann nicht sagen, WDM sei der Impuls des ausströmenden Treibstoffs. Das ist schlichtweg falsch, denn der Treibstoff hat einen Impuls bezüglich des Bezugs- oder Inertialsystems. Und das ist eben nicht WDM, sondern V minus W mal DM, wenn man hier schon DM schreiben will. Und bei der Änderung des Impulses der Rakete muss man halt die Produkteregel anwenden, weil es kann sich sowohl die Masse wie auch die Geschwindigkeit ändern. Natürlich, wenn man nur den Newton im Kopf hat und alles auf den Newton reduzieren will, dann macht man solchen Unsinn. Und man kann das jetzt interpretieren, also wenn das hier die Schubkraft ist, dann gibt die Schubkraft gleich Masse mal Beschleunigung. Das ist korrekt, wie ich auch gezeigt habe. Aber diese Schubkraft, das ist nicht die Impulsänderungsrate. Denn die Impulsänderungsrate wäre Masse mal Beschleunigung plus Massenänderungsrate mal Geschwindigkeit. Ich bin erschüttert, was man im deutschen Sprachraum den Physikstudierenden vorsetzt. Das ist keine Struktur, das ist voller Fehler, das ist absolut unbrauchbar. Ich will nun anhand eines Beispiels zeigen, wie ich die Mechanik im Studiengang Aviatik aufbaue. Hier fährt ein leichter Wagen mit einer Last gegen einen schweren Güterwagen, der gebremst ist. Dann kann man zum Beispiel die Pufferkräfte messen. Also hier als Beispiel das Kraftverformungsdiagramm eines Hydraulikpuffers und eines Reibfederpuffers, die in Serie aufeinandertreffen. Um die Mechanik zu erklären, führe ich drei Bilder ein. Das erste Bild ist das Impulsstrombild. Dazu benötige ich ein Koordinatensystem, das mir sagt, was ist die Vorwärtsrichtung und was ist die positive vertikale Richtung. Nun kann ich sagen, der auflaufende Wagen bringt zusammen mit der Last ziemlich viel Impuls. Sobald die Pufferteller aufeinandertreffen, beginnt
der Impuls aus Wagen und Last abzufließen und in den anderen Wagen überzufließen. Und ein Teil geht dann an die Schiene weg, weil eben der zweite Wagen gebremst ist. Das heißt, mit der Zeit geht dann der gesamte Impuls über die Schiene an die Erde weg. Ich kann also ein Impulsstrombild zeichnen. Der Impuls fließt aus der Last und aus dem leichten Wagen durch die Puffer in den schweren Wagen und über die Räder dann in die Erde. Das ist die Impulserhaltung. Nun kann ich die Last freischneiden und sagen, dort, wo der Impuls das System verlässt, dort zeichne ich eine negativ gerichtete Kraft. Das heißt, ich kann jetzt erklären, was eine Kraft ist. Eine Kraft ist eine Impulsstromstärke bezüglich eines Systems. Also dieser Impulsstrom führt an der Schnittfläche zu genau zwei Kräften, nämlich Austritt aus dem Klotz und Eintritt in den leichten Wagen. Das ist übrigens Aktio gleich Reaktio. Dann, wenn der Impuls durch die Puffer aus dem leichten Wagen austritt, dann gibt es eine negativ gerichtete Kraft. Die vertikal gerichteten Kraftpfeile gehören nicht zu dieser Impulskomponente, auf die komme ich später zurück. Als drittes Bild verwende ich dann noch das Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild erscheint der Impuls als Flüssigkeit, die Erde als riesiger See, mit dem man beliebig viel Impuls austauschen kann, und jeder Körper wird zu einem zylinderförmigen Topf mit der Füllhöhe entsprechend der Geschwindigkeit und dem Querschnitt entsprechend der Masse. Das wäre also die Last, das ist der leichte Wagen, der schwere Wagen. Und hier sieht man, wie der Impulsstrom runterfällt, also geschwindigkeitsmäßig hinunterfällt von der Last zum Wagen, vom leichten Wagen zum schweren Wagen und dann an die Erde weg. Man kann jetzt auch noch die Energieebene erklären. Das möchte ich jetzt im Flüssigkeitsbild zeigen. Die kinetische Energie, das ist die Energie, die zusammen mit dem Impuls im System gespeichert ist. Das ist gleich Impulsinhalt, also Masse mal Geschwindigkeit, also Grundfläche mal Höhe. Und dann muss man sich überlegen, wie hoch muss der Impuls gepumpt werden, wenn man den Impuls von der Erde nimmt. Das ist nämlich dann die kinetische Energie. Also diese Energie, die man aufwenden muss, ist dann die kinetische Energie. Das ist Impuls mal mittlere Pumpe, also Masse mal Geschwindigkeit halbe. Ein weiterer Begriff aus der Systemphysik ist die Prozessleistung. Man kann hier sehen, wie viel Impulsstrom, also wie stark der Impulsstrom ist und wie hoch er runterfällt. Und dann ist die Leistung, die im Moment umgesetzt wird, zwischen Körper und leichtem Wagen gleich Impulsstromstärke mal momentane Fallhöhe, also V1 minus V2. Oder was in den Puffern umgesetzt wird, ist V2 minus V3 mal die Pufferkraft oder die Impulsstromstärke durch die Puffer. Daneben gibt es noch einen komplementären Begriff, nämlich die Energiestromstärke oder der zugeordnete Energiestrom, wie wir den auch nennen. Der ist einfach eine Art potenzielle Energie des Impulsstromes, nämlich Geschwindigkeit, sprich Höhe über Erde im Flüssigkeitsbild mal Impulsstromstärke. Also hier ist der Impulsstrom stark mit Energie beladen, hier ist er dann weniger stark mit Energie beladen. Wie gesagt, der Unterschied ist dann die Prozessleistung. Bei den Puffern ist es so, dass der Impulsstrom aus dem leichten Wagen mit mehr Energie beladen ist als der Impulsstrom, der in den schweren Wagen hineingeht. Man kann natürlich diesen Begriff Energiestromstärke jetzt zurück übersetzen ins Kraftbild und dort ist dann der zugeordnete Energiestrom die Leistung einer Kraft. Wenn man das Koordinatensystem dreht, dann verändern sich die Impulsströme, dann verändert sich auch das Flüssigkeitsbild. Das Kraftbild bleibt dann aber invariant und das ist ein Vorteil des Kraftbildes. Flüssigkeitsbild hat eben andere Vorteile.
Und dann bleibt eben auch die Leistung einer Kraft invariant. Das äußert sich darin, dass man eben die Leistung einer Kraft als Skalarprodukt schreiben kann. Das sind dann einfach drei Geschwindigkeitskomponenten mal drei Impulsstromkomponenten. Was sind dann die Grundgesetze der Mechanik? Wir haben eigentlich drei Basisgesetze. Das erste ist die Impulsbilanz, nämlich die Summe über alle Impulsstromstärken, sprich Kräfte bezüglich eines Objekts, ist die Änderungsrate des Impulses. Dann kommt ein Kapazitivgesetz dazu, was man im Flüssigkeitsbild ja sehr schön erkennen kann. Das ist der Impuls gleich Masse mal Geschwindigkeit des Massenmittelpunkts. Das heißt in der Physik auch Schwerpunktsatz. Und dann kommt die Kinematik dazu. Man muss eben die Geschwindigkeit noch aufintegrieren zum Ort des Massenmittelpunkts. Diese Gesetze gelten nicht nur für den Massenpunkt, sondern diese Gesetze gelten auch für den starren Körper und auch für den deformierbaren Körper, solange die Masse konstant bleibt. Dann hier noch ein Beispiel eines Stromgesetzes. Trockenreibung ist μ mal Fn mal Vorzeichen von Geschwindigkeitsdifferenz oder Reibfeder ist dann ähnlich, nur ist hier die Trockenreibung Teil der Federkonstante. Das heißt, die Federkonstante ist hart beim Einfahren, klein beim Ausfahren. Was man unbedingt begreifen muss, ist, dass es neben den Impulsströmen, deren Stromstärke man als Oberflächenkraft deklarieren kann, auch noch Impulsquelle gibt. Und die Impulsquellen haben mit der Gravitation zu tun. Das führt uns zu den vertikalen Kraftpfeilen. Das heißt, wenn wir die Z-Richtung nach unten nehmen, dann fließt vom Gravitationsfeld her andauernd Impuls in den Körper hinein oder in die Körper hinein. Und dieser Impuls führt dazu, dass die Körper fallen. Oder wenn man die Körper abstützt, dann fließt der Impuls als Impulsstrom unmittelbar durch alle Körper weg in die Erde. Und diese Impulsstromstärke hier führt zu zwei Normalkräften, nämlich Ausfluss aus der Last und hier hineinfließen in den leichten Wagen. Die Quellen, das sind auch Kraftpfeile. Das ist die Gewichtskraft und das ist die Gewichtskraft auf den Wagen. Beim Abfluss durch die Räder reden wir dann von Normalkraft. Und es ist ja unglaublich, dass es sehr viele Bücher gibt, die dann die Gewichtskraft und die Normalkraft verwechseln. Die Normalkraft ist eine Impulsstromstärke an der Berührfläche zum Körper. Die Gewichtskraft ist eine Impulsquelle verteilt im ganzen Körper. Wir müssen also die Impulsbilanz erweitern, nämlich die Summe über alle Oberflächenkräfte plus die Gewichtskraft, das ist eine ganz andere Kraft, das gibt die Impulsänderungsrate. Oder umgeformt, die Summe über alle Oberflächenkräfte plus Masse mal Gravitationsfeldstärke gleich Masse mal Beschleunigung des Massenmittelpunkts. Und weil wir hier die schwere Masse haben und hier die träge Masse haben und die nicht unterscheidbar sind, führt das nun zu eigenartigen Erscheinungen. Ich möchte das kurz zeigen. Also wenn jetzt dieser Wagen langsam abbremst, dann fließt einerseits Impuls, zum Beispiel aus dem Menschen, der vom Gravitationsfeld her zufließt. Es fließt aber gleichzeitig auch Impuls aus dem Menschen, weil er langsamer wird relativ zum Bezugssystem. Und beide Impulsabflüsse führen zur gleichen Empfindung. Und deshalb kann man nicht entscheiden in einem Zug, wenn man zum Beispiel im Speisewagen sitzt und die Suppe klettert dem Rand nach hoch, ob der Zug den Berg hinunterfährt oder ob der Zug bremst. Ein weiteres Standbein der Systemphysik ist die systemdynamische Modellierung. Da zeichnet man einfach drei Impulstöpfe für die drei Systeme, verbindet die mit diesen drei Impulsströmen, nämlich Reibkraft, Pufferkraft und Reibkraft gegen Schiede. Dann berechnet man die Geschwindigkeiten, indem man einfach dreimal den Impulsinhalt durch die Masse dividiert.
bestimmt zwischen Klotz und leichtem Wagen die Geschwindigkeitsdifferenz und zwischen leichten und schwerem Wagen die Geschwindigkeitsdifferenz und die Distanz, dann kann man hier das Reibgesetz formulieren, nämlich m mal μ mal g, also das ist die Reibkraft und das hier ist dann noch die Vorzeichengeschichte. Das kann man natürlich auch für die andere Kraft machen. Das sind konstitutive Gesetze. Für die Pufferkraft sieht es ein bisschen komplizierter aus, aber ich denke, man kann das begreifen. Als zweite Ebene kommt dann die Energieebene dazu. Da gibt es drei Töpfe für die drei kinetischen Energien. Dann gibt es drei weitere Töpfe für die Elemente dazwischen, also für die Reibung, reine Dissipation, für den Puffer, teilweise Dissipation und für die Reibung gegen Schiene, vollständige Dissipation. Wenn man jetzt die Geschwindigkeiten aufträgt, dann sieht man hier eine schöne Struktur, also Geschwindigkeit in Funktion der Zeit. Der schwere Wagen wird angestoßen, der leichte Wagen sehr stark abgebremst, nämlich von 2,5 Meter pro Sekunde auf unter 0,5 Meter pro Sekunde. Der Klotz gleitet mit konstanter Beschleunigung. Das führt dazu, dass der leichte Wagen zeitweise zurückfährt. Die Geschwindigkeit wird sogar negativ, aber durch den andauernden Impulsaustausch zwischen Klotz und Wagen kommt er dann wieder in Vorwärtsrichtung. Klotz und Wagen bleiben nun zusammen und stoßen gegen den schweren Wagen, aber da ist die Reibung so groß, dass er stillsteht. Hier die Kräfte, also das Rote, hier ist die Pufferkraft, erster Stoß, da kommt es hier zum zweiten Stoß. Das hier ist die Reibkraft des schweren Wagens gegen die Schiene und das ist die Reibkraft zwischen Klotz und leichtem Wagen. Dann beim zweiten Aufprall rutscht der Klotz nicht mehr gegen Wagen, deshalb sind die beiden Impulsströme im Verhältnis der beiden Massen, also Masse des Klotzes zur Gesamtmasse Klotz leichter Wagen. Man kann das jetzt natürlich wieder ins Flüssigkeitsbild übersetzen und zum Beispiel zum Zeitpunkt 0,2 Sekunden interpretieren. Dann ist das die Füllhöhe Klotz. Das hier ist die Füllhöhe leichter Wagen, der ist dann im Minus. Und die grüne Linie ist dann die Füllhöhe schwerer Wagen. Das hier sind die Kräfte oder die Impulsstromstärken, also bei 0,2 Sekunden. Ist das hier der Abfluss an die Erde, das hier ist der Abfluss vom Klotz an den leichten Wagen und das ist jetzt hier zufällig gerade auch gleich der Pufferkraft. Man kann nun auch die Leistungen bestimmen, die man eigentlich schon im Flüssigkeitsbild erkennen kann. Bei 0,2 Sekunden ist die Leistung, das heißt der zugeordnete Energiestrom, negativ beim leichten Wagen. Beim Klotz fließt Energie raus und Impuls fließt raus. Der Unterschied hier, das ist die Differenz der beiden Energieströme, das gibt dann die Leistung, die in der Reibschicht freigesetzt wird im Sinne einer Prozessleistung. Also hier fließt der Impulsstrom sehr weit runter und setzt dann hier eine Unmenge Energie pro Zeit frei. Hier die Leistungen bezüglich des Puffers, also die Energieströme bezüglich des Puffers. Vom leichten Wagen her kommt ziemlich viel Energie pro Zeit, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt geht dann Energie aus den Puffern zurück an die Wagen. In den schweren Wagen fließt nur Energie hinein, und zwar wenn die Puffer zusammengedrückt werden und wenn die Puffer auch wieder entspannt werden. Hier noch als Ergänzung die statische Kennlinie der Pufferkräfte. Das hier ist Hub 0. Dann kommt es zum ersten Aufprall. Man sieht hier sehr schön die Hysterese. Und hier dann beim zweiten Aufprall wird die Pufferfeder nur wenig zusammengedrückt. Im Pufferkraft-Hub-Diagramm ist dann die Fläche unter der Kurve die Energie. Das heißt, das hier entspricht der aufgenommenen Energie, das hier entspricht der wieder abgegebenen Energie. Ich habe hier die Energienfunktion der Zeit noch einmal dargestellt. Puffer nehmen viel Energie auf, geben wenig zurück.
Hier den zweiten Schlag sieht man kaum mehr. Wo steckt der Wurm drin in der Schulphysik? Ich habe schon erwähnt, in der Schulphysik geht man von den Newtonschen Gesetzen aus. Also man geht von einer Mechanik aus, die am Himmel entstanden ist. Das hat dann bestimmte Nachteile. Also man behandelt immer nur isolierte Körper. Häufig hat man nur eine einzige Kraft, nämlich die Gewichtskraft, die zudem noch eine Volumenkraft ist. Man behandelt exotische Probleme wie der freie Fall oder schiefe Wurf, also dasselbe ist. Planeten auf Kreisbahnen, was auch etwas sehr Spezielles ist. Man erklärt zwar Aktio gleich Reaktio, aber ich kenne im deutschen Sprachraum kein Physikbuch für Ingenieure, das Aktio gleich Reaktio richtig erklärt. Das ist doch ein Skandal. Die Impulserhaltung wird zwar irgendwie hergeleitet, aber keiner, nicht mal die Lehrbuchautoren, halten sich dann an die Impulserhaltung. Man redet von Umwandlung von Energie, auch das wieder eine Art religiöser Begriff. Energie wird nicht umgewandelt, Energie wird zwar gespeichert und Energie fließt zusammen mit anderen mengenartigen Größen von einem System zum anderen. Wenn der Energieträger Entropie heißt, spricht man von Wärme. Wenn der Energieträger, wie hier Impuls heißt, dann spricht man von Arbeit. Viele Beispiele, wie der freie Fall oder der Planet auf Kreisbahn, sind reine Kinematik. Also wenn man mitfliegt, ist man sogar schwerelos. Und dennoch kann man mit dieser Punktmechanik das Phänomen Schwerelosigkeit nicht sauber erklären. Ich bin überzeugt, dass diese Physik, dieser Ansatz am Ende ist. Er ist ausgelaugt, die Struktur ist völlig verkachelt und ich bin überzeugt, dass die Systemphysik mit diesen schönen Bildern und auch der systemdynamischen Modellierung ein Riesenpotenzial hat und dieser Ansatz wird sich trotz der unfairen Kritik der DPG durchsetzen.